So, hallihallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play. Ich bin der Neonatore vom Team Let's Play Force und heute spielen wir mal mit einem Kollegen. Wo ist er Hallo, denn? ja, ich bin Barry. Ja, ich bin ein alter Freund, Leo. Wir haben früher viel zusammen gespielt. Genau, und heute machen wir zusammen Los Santos Revier. Genau, so sieht's einmal aus und deswegen stürzen wir uns gleich mal hier in die Garage. Irgendwie hat er was gepumpert. Hast du das auch gehört oder nicht? Ja, doch, doch, da waren komische Geräusche vorhin. Ach, das war aus dem Fernseher. Ja, okay, cool. Naja, betreten wir mal die Garage und schauen einmal runter hier. Und Alter, was hast du in meinem Bett hier gefunden? Ja, Damenunterwäsche oder so? Darmunterwäsche und Feuchttücher. So, ihr wisst, was der Neo nachts treibt. Ja. Okay, gut zu wissen, ne? Sagen, er darf gleich mal hier einsteigen, damit wir mal ein bisschen hier die Stadt unsicher machen. Willkommen. Sehr gut. Naja, ich würde mal sagen, wir starten gleich mal eine Mission, damit hier ein bisschen Action reinkommt. Und wir zeigen können, was wir können, ne? So, eine Einladung von Lester. Zu Lande, zu See, in der Luft. Dass Memory Water hier bei uns aktiver wird, hat auch eine gute Sache. Plötzlich sind militärische Luftfahrzeuge verfügbar. Sie haben zwei bewaffnete Helikopter auf dem Dach von Pier 400 im westlichen Hafenbereich abgestellt. Die können sich bei. Was? Die könnte ich bei einem anderen Job gut gebrauchen. Liefere sie zu mir zum Lagerhaus und ich sorge dafür, dass man sich um dich kümmert. Diese Irren sind schwer bewaffnet, also pass auf dich auf. Ja, ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja dann auch bewaffnete Helis, wie es aussieht. Also können wir die Leute einfach mal wegschießen hier. Ja, klingt spaßig, wird gut werden. Kleiner Tipp: Mach Sturm-MG und schwere Panzerung voll, ne? Ja. Ah, Moment, ich muss hier mal dich einladen, ne? Das wäre von Vorteil. Ja, bist du ja mal eingeladen hier. Geile Sache. Und ich sehe gerade, ich habe das Headset von der PS3 auch noch an. Machen wir gleich mal aus. So. So kann man auch sehen, ich bin Level 34. Der T-Arrow Level 24. 10 Level-Unterschied, Bisschen ne? was nachzuholen. Ey, da kommen jetzt irgendwie. Okay, Beschäftigung und eingeladen. Wir starten aber einfach mal. Weil da Marcello Cool ist, glaube ich, hier gerade im Offline-Modus, was ich so gesehen habe heute. Ist mit oder gegeneinander? Miteinander. Fahrst du mit deiner War eigenen? mein Auto. Jo. Verwende auf jeden Fall deine Karre ein bisschen als Schutzschild hier. Wir haben es echt drauf. Ich habe heute die Mission schon mal mit einem anderen Kollegen gemacht. Leider nicht im Rahmen des Let's Plays, aber die haben es echt drauf, ey. Und es sind einige Sniper am Dach, ja. Alles. Ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, auf schwer zu stellen. Ja. Ja, dann wird es sich wirklich lohnen. Aber die Mission lohnt sich auch vom Geld her wirklich, ja. Ist nicht schlecht. Übrigens, wir machen ja nicht nur Los Santos hier unsicher, sondern auch San Andreas. Wie man gerade Ja. hier gut sehen kann. Finde ich echt geil, dass man mal zwischen die Teile ein bisschen herumfahren kann. Sieht man, wie sich San Andreas hier verändert hat. Auf jeden Fall ist der Fall hier genauso arrogant wie früher. Ja, wie die guten alten Zeiten hier. Ich habe übrigens schon das vierte gefunden vom CJ. Ja. Könnten wir uns da mal anschauen? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob hier noch eine Gang sitzt, so wie früher. Ja, also auf jeden Fall im Singleplayer ist das so, wenn man da ein bisschen Action macht, dass man gleich tausend Leute am Hals hat. Oh, interessant. Kämpfen wir gegen CJs alte Crew. Ich bin hier gerade ein bisschen abseits unterwegs. Au, das war ein Fail. Kommst du hin nach hier? Baue ich schon Scheiße und du kommst trotzdem hin nach. Ich hab Sicherheitsabstand. So.
weiter. Oben sind die Helis auf jeden Fall am Dach. Okay. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt einfach hier nach hinten, ja? Ganz nach hinten. Einmal durch. Und drehen. So, den ersten habe ich schon mal. Die da unten kümmere ich mich jetzt gar nicht. Ich gehe hier gleich mal hoch. Folge dir unauffällig. Genau. Unauffällig ist eine gute Sache hier, ne? Fern das möglich ist. Mit einem MG in der Hand. Was hast du denn für eine Waffe gerade? Ja, ich habe gerade die kleine MP noch. Die MP noch, ja. Ja, mit. Das war lange Zeit immer meine Lieblingswaffe, muss ich sagen. Hier ist so unnötig zum Rauflaufen hier. Können die nicht eine Leiter machen, die ganz bis oben geht hier? Das ist gut für deine Kondition, für die Fitness. Für die Fitness ist nicht schlecht, aber meine Kondition ist glaube ich schon. Also Ausdauer ist schon komplett voll. Folgt hier unten jemand, ja? Sehe ich gerade. Ja, aber der wird eh nicht viel machen können, wenn wir einmal hier oben sind. So, und gleich hier verstecken ein bisschen, ja? Okay. Ja, das sind viele, Achtung. Und gute Schützen vor allem. Aber da wir es nicht auf schwer spielen, ist nicht gar so schlimm, also. Get behind something! Holy Moses! Take him down! Give it up, ass! You dirtbag! I'm reloading! You're done! Are you alright? Mal ob hier hinter mir einer ist. Whoa, take him out! Viele Leute. You're gonna die! Das ging ja, ne? Hinten ist noch einer. Aber der hat sich auch verabschiedet. Ja. Nimm. Moment. Achso, der ist eh unten. Okay, wir hauen uns jetzt einfach mal hier in Heli rein. Oh mein Gott, schnell abgeben. Wechsel er gleich mal zu den Raketen, ja. Weil wir kriegen jetzt wirklich Besuch hier. So, erster Heli ist down. Auf die Autobahn ein bisschen, ne? Machen wir denen ein bisschen Angst. Boom. Okay, wir wollen hier keine Leute umbringen, oder? Nein! Bring den Heli zurück, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Alter. Nee, fliege einfach hin, ja? Mach nichts, das passt schon. Na gut. Aber ich nehme mich gerne mit. Ja, da wäre zwar eh ein Heli-Landeplatz, aber wie es der willst. Ich lande aber hier. Nein, ich bin eh tot. Kleine spontane Einladung. Das war jetzt ein bisschen abgenoobt hier. Bring den Heli zurück und fertig. Wir sind alle glücklich. Ja, Alter, kriegst du vielleicht sogar mehr Erfahrungspunkte als ich hier, ne? Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir dann auch gleich viel Kohle mal. Das letzte Mal haben wir nämlich weniger Kohle, also mehr Kohle als ich bekommen bin. So, Helikopter wurde abgeliefert. Oh Mann, das war jetzt wirklich abgenoobt. Ja. Wie viel hast du? Auf meinem Warm werden. 4500. Cool, ich hab 9000. Zum Warmwerden passt das, oder? Ja, Alter, aber wie kann ich so abnuben? Sag mir das.
Aber mir hat's gefallen. So, gleich mal einen freien Modus hier, ne? Ah. Sollen wir gleich die nächste Mission starten? Oder hast du... Gerne machen. Nee, nee, nee. Wir sollen das Let's Play gehen. Wie lange möchtest du deine Zuschauer... Heute nur eine Viertelstunde, ja. Also, weil beim letzten Let's Play, also ich bin es eigentlich gerade so nebenbei im Hochladen, ja. Okay. Braucht das 800 Minuten, weil ich ein guter 30 Minuten hier gespielt habe. Okay. 800 also, Minuten Upload, ey. Was wolltest du noch sagen? Jo, Tierra? Noch hier? Ja, hörst du mich nicht mehr? Ja, ich nicht. Bin da. Ich hab dich nicht mehr gehört hier, ne? Coole Sache. Einen hier, der YouTube-Upload soll gerade ein bisschen rumspringen. Hier haben wir gleich einen Idioten mit Kopfgeld am Knack. Ah, den holen wir uns jetzt. Bei mir, das geht ja auch ein, das muss ich ernst machen, das kann nicht funktionieren. Himmel in den Wolken. Aber jetzt kommt's. Ah, das ist ein so toller Idiot. Nee. Das Schlechteste, was man machen kann. In die Werkstatt fahren. Ja, na gut. Ja, ich hock hier mal ein bisschen rum und warte auf dich, ne? Oder ist bei dir abgeschmiert? Nee, ich hab's geschafft. Ja, ich krieg hier aber ein bisschen Stress, muss ich sagen. Oh, cool, ich habe mir gerade das Kopfgeld geholt, so ganz nebenbei. Sehr gut. So, hi Panos, ja, oder? Ja, Panos. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wenn du joins, kannst du auch mit Let's Play. GTA 5? Ja. Noch ein Freund dazu. Tja, das ist, wenn die Leute sauer werden, ja, mich wieder angreifen und dann schwundern sie sich, dass sie sterben. Das ist vielleicht so. Panos, mute dich, bis du fertig bist mit allem, ja? Rauschen brauche ich hier nicht. Nicht übel nehmen. So, das heißt, bist du bei mir im Server? Nee, gell? Weiß ich gar nicht, bei mir ist gerade ein anderer im Kopf, könnte mir nicht. Ja, weißt du was? Join mir mal nach. Du hast mich nirgends im Kopf, gell? Jo, geht klar. Ja, das macht übrigens die Server hier wirklich gerne, dass man einfach hier auf einen anderen Server wieder joint. Vielleicht ist das schon eine spannende Mission, die du bis dahin starten kannst. Jo. Siehst du, könnt ihr wirklich machen. Panos, bist du ja auch schon online? Ja. Ich glaube, ich mache jetzt ein Ding, ein bisschen Hausaufgaben, weil wir müssen unsere Literaturarbeit fertig kriegen bis Freitag. Und mir fehlt nicht mal viel. Aha, so schaut das aus. Wenn sich tröstet, ich hab Ferien. Wenn sich tröstet, ich muss auch nicht mehr in die Schule. Und hab gerade auch Urlaub, kann man sagen, ja? Oh fuck. Ich verlasse aber den Job. Ja, du hast mir doch gesagt, der Film ist ganz anders wie das Buch, oder? Bei was? Von Die Welle. Achso, ja. Finde ich schon. Stimmt. Wir haben den angeguckt. Ja, total anders, oder? Total anders. Aber an sich eigentlich ein verdammt guter Film, vor allem weil er ein bisschen mehr zeigt als nur bis zur Nasenspitze, ne? Cool, ich hab das Kopfgeld, ich kann zu dir kommen. Okay, sehr gut, warte, ich versuche jetzt hier mal einen Job anzunehmen. Ja, 2 bis 4 Spieler ist perfekt. So, bezahle ich nochmal 500, krieg mir eh wieder zurück. Ist ja gar nicht so schlimm hier. Wisst ihr was? Ich werde mitmachen, aber nicht im Ball, wenn ich verreck oder so. Ne? Oder wenn ein Ladebildschirm oder ein Autofahren sind, dann schreibe ich Ihnen die Zusammenfassungen. Ja, gerne.
Erfolg. Ja, kann ich gerade nicht einladen, ne? Warum denn das? Warte, probieren wir es mal so. Ich hab eine Mission von Geralt. Jetzt kann ich dich auch einladen. Ah, warte, Alles warte. Hast du schon was bekommen? Ja. Will ich. Ja, eingeladen, ja, cool. Panos ist auch eingeladen. Nee, doch nicht. Ja, den Blue Vault, den lassen wir doch auch gerne einladen, wenn er will. Okay, der Panos ist schon wieder weg. Und wieder da. Interessant. Interessant hier, ja. Oh, Blue Vault tritt auch bei. Das heißt, wir kriegen ein bisschen Verstärkung hier. Panos, was ist? Immer wenn ich Ding mein Browser öffne, ne, und nach Facebook gehe, habe ich so automatisch eingestellt, dann hängt sich mein Computer auf und da klappt nichts mehr. Eieiei. So, ich trete mal, also ich fange schon mal an, ja. Panos, du wirst ihn noch ein bisschen brauchen, ja. Ja, aber die Ladezeiten sind so abartig. Ja, ey, ist aber für dich nicht gar so schlimm, also ich kenn Schlimmeres. So, jetzt bin ich Ding, wer ist es? Ich join euch mal, ja? Ja, wir sind gerade in der Mission, du kannst uns wahrscheinlich zugucken, ja? Warte. Mein eigenes Auto, was? Ja, anscheinend fahren wir. Blue World wird schon was machen hier, ne? Ha, was wolltest du gerade machen? Wollte ich weiter. Achso, und deswegen fährst du da halt wertvoll dein, vielleicht. Ja. Du aber nicht. Das nenne ich Einsatz. Panos, mute dich bitte. Danke. Wisst ihr, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum soll sich der Panos da und booten hier? Nee, es geht einfach nur darum, bei ihm ist manchmal ein bisschen laut und das möchte ich einfach ein bisschen nicht ins Let's Play reinbringen. Da ist uns sicher keiner böse. Ja, irgendwas habe ich gehört hier, ja. Schneiden. Holz. Nein, für die, wie heißt es? Die Drähte, die musst du drehen, die Wand drin, die Festigung oder fliegen. Ja. Das muss ja, nicht fliegen können. Okay. Weil ist ja vielleicht wann dieser Finanzspritze da gibt. Die Finanzspritze? Ja. Das weiß ich nicht genau, wann sie kommt. Ich freue mich da schon wie ein kleines Kind darauf. Ich auch, ich will mir ein Apartment kaufen. Ich soll es diese Woche die ersten 250.000 geben, wo ich gerade jetzt nicht kam, wahrscheinlich. Also dann im Verlauf, letzte Woche soll es eigentlich geben, dann im Verlauf dieser Woche. Ja. Ende des Monats nochmal die nächste. Ich bin mal froh, dass die das hingekriegt haben, dass man nicht wieder Geld verliert. Ich habe so viel Kohle verloren. Ich auch. Irgendwie, erst vor 3 Tagen oder so. Obwohl, das war nicht so viel, aber so perfekt. Ja, also jetzt, also ich kann mich nicht beschweren, also ich mache ja nichts übers Handy, sondern gehe direkt zum Bankomaten, ne? Einfach weil es da finde ich ein bisschen sicherer ist. Ich hatte gestern 13.000 Bar. Ja, du, ich habe heute auch wieder 50.000 mitgehabt. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe schon wieder 43.000 mit hier. Alter. Bares auf die Kralle, ne? Ich habe mit denen überhaupt kein Problem. Ne? Hab halt ein bisschen Schiss. Also na, wo bist du gerade? Hast du das auch gefunden? Nur so als Frage. Nein, ich hab mein eigenes. Wo hast du noch GBR? Nein. Oder ich hab ein schönes Diamantblau. Special-Farbe. Die scheiße viel kostet. Anscheinend. Sein Auto sieht auch wirklich geil aus, schön schwarz, matt, selten laut. Mein, der welches? BNTS. Alter, wo guckst du gerade? Ich nehme es mit rein, aber ich glaube, ich muss es wegnehmen. Aha. Aber nee, der schwarz mit blau ist noch jemand anderes, das ist das rote Auto. Wir haben noch einen dritten Unbekannten, aber ich weiß nicht, ob Neo den kennt. Ach so! Blue Vault, das ist Blue Vault. Ja, erster T-Arrow. Ach so, okay, da haben wir den falschen Zug. Ja, ich bin übrigens schon da. Ich werde mich jetzt dann. Ich hab alle das Auto in schwarz gemacht.
Nee, nicht alle. Mein Auto mal an. Ich warte mal hier. Ja, die schießen schon. Ja, das ging mal flott hier. Fahr wieder ein bisschen weiter vor. Ja, du hast es weißwart. Und dann mach ich's orangewart. Stiehl die Motorräder. Sehr geil. Ja, anscheinend. Also ich beginne mal mit Abschreiben. Ne? Ja. Ja, ja, gerne. So, ich brauche erstmal meine Fächermappe als Unterlage. Weil wenn ich auf so meinen Oberschenkel draufschreibe, ist nicht so schlau. Können wir schon mal auf den Motor, oder? Ja, ihr müsst nur eins liefern, ne? Achso, wirklich. Ja, ich mein, das ist dort hier. Wow. Ja, wir hier gleich. Ja, da wurde man, ohne Spaß. Gehen. Ich hab gar nicht gewusst, dass man hier reingehen kann. War gerade eher ein Unfall. Ich weiß. So. Voll in den Arsch geschossen. Oh, du bist gestorben. Hab ich jemanden gesehen. Gut. Wo sind sie? Au, au, au. Selbst Blue World stirbt hier. Ah, hier habe ich einen gesehen. Und hier hinten auch. So, mal was. Ja, ja. Ich weiß auch, komm, jetzt stell ich auf die Schule. Genau, hey, Schule ist wichtig. Nein, keine Ahnung, ich brauch, warte, Kapitel 10. Ja, ich brauch drei Kapitel 10. Ich hab den Motor, oder? Ja. Okay, gut. Also, ich bin so, keine Ahnung, maximal eine Stunde da, ja. Aber ich hab auch Autos. Alter, ja. Der fissiert mich selber an hier. Ja, natürlich kommen da Autos. Du musst ja, weißt du, einsteigen und wieder aussteigen. Ja, ja. Oh, die kommen schnell. Fuck you and your mom. Lebt noch, okay. Was will ich an die? Dann kann ich schon mal abbauen. Nee, hau nicht ab, weil die fahren mir noch nicht danach. Ah, gut. Schau auf jeden Fall, dass du überlebst. Ja. Blue clip. Läuft hier hinten rum, ey. Was macht denn der hier? Das ging jetzt mal voll in die Glöten hier. Hier muss wohl einer sein. Da läuft einer wieder hinten rum. Wo ist dann? Ja, einer ist dann hinten noch, aber den kriege ich schon noch. Ob die spawnen in der Endstellung, endlich mal. Bitte? Ob die spawnen an einer Stelle und endlich. Motorrad fahren los? So, wir fahren. Einen werden wir auch nicht los. Wichtig ist, dass wir die, was gekommen sind, ja, weggesnappt haben. Oh, ich wurde noch ein bisschen geschossen hier. So, das haben wir dann auch gleich geschafft hier. Noch 2,5 Kilometer hier fahren und fertig. Eric und Green Lane. Ja, schnell verdientes Geld. Ja. Echtzeit. Wie ich zerschossen bin, okay. Echt? Ich hab einen kleinen Einlauf, ich hab so einen Einschuss von meinem Hintern. Ich hab ein bisschen Wein, ich hab was Komisches gegessen jetzt gehört. Au, au, au. Ja, ich hab Durchfall durch den Rücken. Okay. Hast du Zeit, muss ich.
Ah, du bist anders abgebogen. Wir müssen mal hier auf den Zug warten. Ja. Wolltest du mich jetzt ran hier, oder wie? Eigentlich ist es cool, wenn ich drüber springe. Holy shit! So, ich habe mal ein Motorrad hier abgeliefert. Thank you! Müssten wir jetzt wieder zurückfahren? Nee, okay, wir haben's. Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Sehr gut. Geile Sache hier. Dieses Mal nicht voll abgenoobt hier. Ja, 5000 Money. Du hast wieder 2,5 oder? Jo. Ne gut, ne gut. Hey, Level 25. Cool. Ja, da gibt's eine Mission namens Delta. Das muss ich in Delta zeigen. So. Somit haben wir es fürs zweite Let's Play auch mal wieder geschafft. Also wir sehen uns jedenfalls nächstes Mal. Danke, bye bye, Leute. Ciao.